Guten Morgen zusammen. Bevor ich gleich zu den Orchideen schaue und weil jeder guten Tag mit dem Sonnenaufgang bei den Birken anfängt, bin ich gerade unterwegs, um Birken zu fotografieren in der Warner Heide. Und das werde ich jetzt gleich machen. Und der Grund, warum ich jetzt nicht so ein Sonnenaufgang bei den Orchideen bin, ist, weil ich nicht so wirklich Lust darauf habe, irgendwo zu sein, wo ich nicht genau weiß, was ich fotografieren will. Und das Zeitfenster zum Fotografieren bei Sonnenaufgang ist ja doch eher kurz. Und sozusagen, ich will nicht mich der Gefahr aussetzen, dass ich das beste Licht verpasse bei den Orchideen. Deswegen werde ich das nachher erst machen. Dann gucken, was ich fotografieren kann dort. Falls überhaupt schon was zu fotografieren ist. Ich hoffe ja, dass die ersten blühenden Orchideen dort zu sehen sind. Ja, und wenn ich dann weiß, was ich dort fotografieren will, werde ich die Tage wieder hingehen und dann mal einen Sonnenaufgang dort auch mitnehmen. Aber heute noch nicht. Heute erstmal nochmal Birken in der Warner Heide. Und weil bald die Sonne aufgeht und ich noch nicht genau weiß, welche Birken ich heute fotografieren werde hier, werde ich mich jetzt mal schnell umschauen und mich dafür entscheiden, was ich machen werde. Also bis gleich. So, Motiv gefunden. Birken, da hinten irgendwo, irgendwelche von denen. Und die Sonne ist auch nicht mehr fern, wie man hier an den Bäumen erkennen kann. Oben ist schon Licht. Es sieht aus, als wäre es ziemlich ungetrübt dieses Mal. Endlich mal wieder, nach der trüben Phase der letzten Tage. Also eher Phase mit hohen Wolken. Ja, das heißt, gleich geht's los. Ich fotografiere mit Tele, wie üblich in letzter Zeit. Bin auch ganz am Anschlag hier, 200 mm Brennweite. Ich zeige es gleich noch genauer. Was ich immer ganz nett finde bei solchen Fotos, ist, immer tief genug geht, beziehungsweise halt die Höhe vom Stativ so einstellt, dass man im Vordergrund noch Unschärfe hat. Das heißt, das Motiv irgendwie so platzieren, dass zwar die Stämme nicht allzu abgeschnitten aussehen, was hier jetzt ein bisschen schwer ist, weil die in der Heide halt drinstehen, also in dem Heidekraut, und deswegen sowieso schon ein bisschen abgeschnitten sind, aber halt zumindest möglichst viel Platz den Stämmen noch geben, damit es nicht so aussieht, als würden die irgendwo mitten aus dem Nichts auftauchen. Das ist wie bei allen anderen Arten von Fotos eigentlich auch. Man soll das, oder nach Möglichkeit, glaube ich, ist das einfach besser, wenn man das Motiv nicht irgendwie total abschneidet. Außer es ist so ein Schnitt, dass es schon wieder so aussieht, als wäre es extra und nicht aus Versehen. Heißt, ich warte jetzt eigentlich bloß noch, bis die Sonne aufgeht, was jetzt gleich der Fall sein wird, wenn ich dahinter gucke, schon ziemlich hell. Und dann werde ich hier mal ein paar Bilder machen. Und ja, dann auch noch was dazu erzählen gleich. So, nachdem der Anfangsstress jetzt vorbei ist, weil irgendwie ich schaffe das nie, dass ich, während ich diese kurze Phase von gutem Licht habe, die ja eigentlich bloß 10 Minuten lang geht oder so gefühlt, dass ich währenddessen film und fotografiere gleichzeitig, das funktioniert bei mir einfach nicht. Jetzt ist die Sonne schon einigermaßen hoch. Ich warte es auch gerade eigentlich bloß noch darauf, dass die wieder über die Bäume hier kommt, wo ich gerade fotografiere, um nochmal so ein Gegenlicht zu kriegen, so ein knalliges, damit ich irgendwie so diese verträumte Stimmung hinkriegen kann, wo da diese Sonne eigentlich komplettes Bild mit bedeckt. Also der nicht die Sonne, sondern eher die Fehler im Objektiv, die dann dafür sorgen, dass es irgendwie so einen ganzen Schleier drüber gibt, was ich ziemlich cool finde teilweise. Und während ich da jetzt darauf warte, was jetzt nicht mehr allzu lang dauern wird, wird hoffentlich, wenn ich es mir so angucke hier, erzähle ich jetzt mal kurz was zu den Fotos, die ich bisher gemacht habe und zeige dir mal kurz am Kameradisplay. Also das ist eins der Bilder, das ich ganz am Anfang gemacht habe. Man erkennt hier eigentlich, dass man schon was erkennt, wenn man reinzoomt. Im Ganzen ist es ein bisschen flau. Hier oben rechts, die Sonne ist sehr knallig. Das ist jetzt die RAW-Datei. Und wenn man hier ein bisschen den Kontrast verstärkt und ein bisschen rumspielt mit den Reglern, dann kann man daraus schon so eine Stimmung machen, die eigentlich ganz gut aussieht.
dieses hier habe ich in der Art Legends schon mal gemacht, deswegen habe ich gewusst, wo ich das machen will nochmal, beziehungsweise nochmal ausprobieren will. Heute war es eigentlich mehr oder weniger ziemlich gleich wie letztes Mal, wobei es letztes Mal ein bisschen mehr Rottöne, glaube ich, drin gehabt hat. Hier oben erkennt man übrigens so einen Streifen, das irgendwie vom Sonnenlicht, vom Gegenlicht irgendwie da ein Fehler auch ist. Beziehungsweise oben ist es eigentlich so, wie es sein sollte, und unten ist dieser Schleier drüber. Und mal gucken, ob ich es nachher einfach jetzt dann beschnitten habe dann, beziehungsweise beschneit. Ich habe hier darauf geachtet, auch einigermaßen, dass die Stämme nicht abgeschnitten sind unten. Das war ja was, was ich vorher schon gesagt habe, dass es eigentlich einigermaßen wichtig ist, dass es nicht so aussieht, als würde es komplett beschnitten sein. Man muss allerdings auch immer darauf achten, dass bloß wenn man unten dann das richtig macht oder versucht, in Anführungszeichen richtig zu machen, nicht oben, dass sich alles komisch ist. Ja, die technischen Daten bei dem Bild hier, 125 Sekunde, 158 mm, Blende 3.4, ISO 200. Also ich mache die ganzen Bilder eigentlich mit Offenblende, was auch eben den Vorteil hat, dass man hier im Vordergrund das schön unscharf kriegt, beziehungsweise auch im Hintergrund, also diese Freistellung damit durch hinkriegt. Also hier die RAW-Datei sozusagen und das ist daraus geworden. Und schließlich bisher noch entstanden dieses Bild hier. Da ging es mir eigentlich was darum, dass ich die Stämme zeige. Ich fand hier dieses recht nett, wie diese Farben auf Grün und die Stämme von den Birken beschränkt sind. Dazu natürlich noch diese Unschärfe, gefällt mir irgendwie. Ist auch so ein leichter Schleier noch drauf von der Sonne. Und ja, hier so die RAW-Datei. Und hier das, was ich daraus gemacht habe. So, und jetzt ist die Sonne hier drüber gekommen. Man sieht es auch schon, sie ist wieder über die Bäume gekommen. Ich drehe mich mal andersrum hin. So. Das heißt, ich werde jetzt hier noch ein bisschen fotografieren mit dem Gegenlicht. Und dann geht's ab zu den Orchideen endlich. Ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt, ob die was taugen schon. Fotografisch wäre das heute Morgen wahrscheinlich eher frustrierend gewesen, weil mit dem Wind, der dort Richtung Eifel sicher noch ein bisschen mehr ist in der höheren Lage, wird es vermutlich ein ganz schönes Gewackel gewesen sein. Und gerade morgens ist die Belichtungszeit noch nicht so kurz, dass das nicht wirklich stören wird. Ich hoffe, das wird die nächsten Tage dann besser. Aber wenn nicht, ist auch egal, weil die Orchideensaison fängt gerade erst an. Das geht schon noch irgendwann. Aber ja, jetzt erst noch mal kurz hier ein paar Fotos. So, das soll es hier jetzt echt gewesen sein. Während ich mir jetzt dann auf den Rückweg mache zum Auto und dann, wie gesagt, zu den Orchideen, zeige ich jetzt noch kurz das Foto, das ich hier noch gemacht habe. Es ist ein bisschen ein kühleres Licht jetzt schon, weil, ja, ich meine, man sieht es auch, es ist irgendwie sehr schnell von warmem Morgen auf Sonnenaufgangslicht zu normalem Tageslicht, könnte man sagen, gegangen. Ist aber auch okay so. Ich habe jetzt auch extra den Himmel mit eingebaut in das Bild, weil ich finde das eigentlich manchmal ganz nett, wenn auch Himmel mit drin ist im Bild, auch wenn er überbelichtet ist. Also das ist jetzt einfach bloß noch sehr hell in dem Foto, aber dadurch, dass das Bild eh nicht aus so vielen Farben besteht, finde ich es nicht wirklich störend. Und wenn man den Übergang einigermaßen weich gestaltet, geht es eigentlich meiner Meinung nach auch. Also ich hoffe, ist hier das ähnlich, wenn ich, hier jetzt das Bild und wir sehen uns dann gleich wieder bei den Orchideen. Yay, die ersten Orchideen des Jahres und es handelt sich um Purpurknabenkraut, was ich an sich ziemlich gut finde, weil
Von denen habe ich noch kein richtig gutes Foto. Ich werde jetzt heute auch kein richtig gutes Foto machen, was daran liegt, dass das Licht einfach extrem hart ist schon. Das war ja jetzt auch nicht überraschend. Aber ich schaue jetzt gerade mal, was hier so am Pflanzen gut steht, also was ich fotografieren kann morgens irgendwann, weil die Sonne geht irgendwo in die Richtung hier hinten auf, glaube ich. Das heißt, es müsste an sich morgens auch einigermaßen Licht geben können hier. Ich bin nicht so ganz sicher, weil es kann die Hügel da hinten zu arg abschatten. Aber ja, das werde ich einfach irgendwann morgens probieren. Es eilt auch jetzt noch nicht wirklich, weil die meisten sind noch nicht richtig am Blühen. Kommen gerade erst die ersten Blüten teilweise raus. Andere Orchideen habe ich jetzt noch keine gesehen. Gerade schon gesagt, glaube ich. Ja, aber ich werde jetzt trotzdem mal eine hier fotografieren. Ein paar Details zumindest, weil das geht bei dem Licht auch ganz gut. Und dann noch ein bisschen rumspazieren, gucken, was ich noch finden kann. An Orchideen, an Blühenden. Hier, meine Orchidee. Ich gehe jetzt ganz nah ran, ich habe das Makroobjektiv drauf. Ich will bloß die beiden Blüten hier, die einzelnen, fotografieren. Ganz nah. Und es ist jetzt so, dass ich mir selber Schatten mache, damit der Hintergrund hell ist und die Pflanze dunkel. Das heißt, ich belichte so, dass die Pflanze nachher trotzdem richtig belichtet ist. Das heißt, der Hintergrund wird sehr hell, was dafür sorgt, dass sich die Pflanze gut absetzt. Ich mache wieder mal mit Autofokus hier, weil das eigentlich immer ganz gut funktioniert in letzter Zeit. Es ist jetzt natürlich kein Meisterwerk, das Bild, aber es ist zumindest das echte Orchideenfoto der Saison für mich. Deswegen ist es immer was Besonderes. Ja. Ich freue mich schon drauf, das bei richtigem Licht zu fotografieren und dann auch die ganzen Pflanzen. Wobei die hier, man erkennt schon, dass die Frostschäden haben. Ich hoffe, da hat es welche ohne Frostschäden, weil die Blätter sehen ziemlich verratzt aus. Aber es ist nicht so schlimm, weil im schlimmsten Fall fotografiere ich so, dass man von den Blättern nicht viel sieht nachher. Das geht eigentlich auch normalerweise. Und bloß der Stiel richtig rausguckt und die sind eigentlich okay hier. Und die Blüten haben auch nichts abgekriegt, so wie es aussieht. Also von daher ist es nicht so wirklich tragisch. Ich fotografiere übrigens mit Offenblende. Also 3.5 in dem Fall. Und bin recht nah dran, wie man vermutlich auch sehen kann, wieder mal. Aber nicht so nah wie letztens bei der Küchenschelle. Ja, es ist durchaus, wenn man die Pflanzen im Detail anguckt, sind die wirklich hübsch. Aber ja, wie gesagt, Meisterwerk ist das Foto keins. Erwartungsgemäß. Durch den Wind ist es ein bisschen schwer, wirklich einen Bildaufbau zu machen, weil das immer ein bisschen rumwackelt und dadurch die Schärfe auch immer weg ist. Was ja, wie gesagt, auch der Grund dafür ist, warum ich Autofokus verwende. Einfach beherzt abdrücken und hoffen, dass es passt. So, und jetzt werde ich noch ein bisschen rumspazieren hier, noch gucken, was es noch gibt, und dann werde ich diesen Ausflug beenden, weil er hat mir die Informationen gebracht, die ich gewollt habe. Das heißt, ich weiß, die Orchideen fangen an zu blühen, ich weiß wohl, welche stehen, die gut fotografierbar sind, theoretisch. Wobei das morgens ja, wie gesagt, mit dem Licht nochmal ganz anders ist, wenn die Sonne aufgeht, da muss man dann schauen, wo es wirklich klappt. Meistens klappt das auch nicht beim ersten Versuch dann gescheit, aber wer weiß, wer weiß. Jetzt mal gucken, welche Pflanzen hier noch zu finden sind. Und dann zurück zum Auto. Jetzt will ich auch noch ein richtiges Foto machen scheinbar, weil hier unter diesem hübschen Baum hier, da stehen auch ein paar Pupoknamkräuter und die sind richtig schön. Also die haben auch keine Frostschäden. Was eindeutig daran liegt, dass der Baum dafür steht, da drüber steht, wie auch immer, und da verhindert hat, dass es zu kalt wird, direkt unten drunter. Das funktioniert schon ganz gut eigentlich. Also es ist nicht so gefährdet, frostgefährdet, wenn es irgendwie Bodenfrost hat, wie so eine offene Wiese wie das hier. Ich weiß eindeutig, wo ich beim nächsten Sonnenaufgang sein werde, und das ist vermutlich schon morgen, nämlich genau hier. Die Pflanzen stehen so gut hier unter dem Baum, dass das irgendwie gar nicht geht, nicht nochmal herzukommen. Und die sind auch so richtig schön hübsch weiß, die Blüten. Schon auch ein bisschen gefleckt, also keine Albino-Version, aber trotzdem richtig schön weiß. Und das bietet deswegen auch so einen hübschen Kontrast zur Umgebung. Ja, das heißt, ich werde die morgen richtig schön fotografieren, hoffentlich, bei Sonnenaufgang. Ich hoffe, der Sonnenaufgang enttäuscht mich nicht, aber selbst wenn, wird die Sonne tiefer stehen. Das heißt, da geht auch noch mehr dann vermutlich. Ja, so ist es. Ganz am Ende
perfekte Pflanzen. Wunderbar. Ich habe jetzt auch noch ein großes Zweiblatt hier gesehen und es gibt auch wohl noch ein paar Ragwurzen da hinten, aber die kommen erst noch. Ich weiß nicht welche, wahrscheinlich fliegen Ragwurzen. Ja, soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu konfus. Ich zeige jetzt gleich am Ende noch die Fotos, die ich jetzt hier noch gemacht habe, beziehungsweise weiß nicht wie viele, vielleicht eins, vielleicht zwei, keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. War vielleicht etwas lang dieses Mal das Video, aber ja, so ist es halt manchmal. Wenn ich jetzt morgen früh hier bin, beziehungsweise am nächsten Sonntag, werde ich nicht filmen, weil das ist irgendwie zu ablenkend. Aber Orchideensaison fängt an, das heißt, da wird noch mehr kommen. Also, bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss.